So, liebe Fahrschulgemeinde, ich zeige euch mal Fahren mit Fernlicht. Hier haben wir das Fernlicht. Einmal nach vorne drücken und schon geht die Lampe weit hinaus. Hinten ist noch ein Fuchs im Wald unterwegs. Und dann fahren wir mal los. Beleuchtung im Innenraum sollte ausgeschaltet sein. Einmal absichern. Außerhalb geschlossener Ortschaften rumfahren. So, und das ist jetzt die Sicht mit dem normalen Abblendlicht und zack, das ist jetzt die Sicht mit dem Fernlicht. Und so kann ich dem Straßenverlauf weitaus besser folgen. Nochmal der Unterschied, normales Abblendlicht. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die nächste Kurve rechts oder links geht. Ich schalte mir das Fernlicht dazu. Die blaue Kontrollleuchte zeigt mir eben, dass es an ist. Gerade bei Tag, wo es verboten ist, das ist eben dann sehr hilfreich. Hier kriege ich ein Gefahrzeichen. Kurvige Straße, die erste knickt nach links ab. Und so kann ich eben weitaus weiter sehen. Vor der Kurve kann ich das Fernlicht auch noch mal ausschalten. Falls genau in der Kurve mir jemand entgegenkommt. Hier fahre ich ja sowieso langsamer. Und hinter der Kurve kann ich dann das Fernlicht gleich wieder dazu schalten. Das hier ist eine sehr, sehr enge Straße außerhalb geschlossener Ortschaften. Und dann mache ich das Fernlicht wieder aus, weil da vorne jemand mit Licht mir entgegenkommt und den möchte ich nicht blenden. Wunderbar, und wie ihr seht, ist es hier ziemlich eng, da muss man schön langsam aneinander vorbeifahren. So, und dann biegen wir mal rechts ab. Im Kreuzungsbereich würde ich das Fernlicht auch nicht einschalten. Es hilft da nicht wirklich. Tempo 50 und Gefahrzeichen Wildtiere. So, und der Effekt vom Fernlicht ist eben, ich kann sehr, sehr weit diese Reflexion der Baken sehen, dann habe ich Gegenverkehr und dann schalte ich das Fernlicht natürlich sofort wieder aus. Und wenn der Gegenverkehr vorbei ist, kann ich mir das Fernlicht wieder dazu schalten. Hier nochmal der Unterschied. Ich sehe ganz weit, da hinten kommt eine leichte Rechtskurve. Oder ich sehe es halt deutlich schlechter, wenn ich nur das Abblendlicht anhabe. Unbedingt benutzen auf der Landstraße, keine Straßenbeleuchtung zu sehen. Und dann kann ich eben in Ruhe hier weiterfahren. Sehe den Straßenverlauf, kann mich jetzt wieder, wo zwei Spuren markiert sind, in der rechten Spur vernünftig einsortieren. So, und schon fahren wir Landstraße in deutlich sicherer als nur mit dem Abblendlicht. Viel Erfolg beim Nachmachen und in den Fahrstunden.